Liebe Leute, herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Heute geht es nämlich um folgendes Video, wie ihr euer passendes Motorrad findet für euch. Hier seht ihr die Limited Edition von meinem Merch. Die es für 27,90 ab 1. Dezember gibt, limitiert auf 201 Stück. Das heißt, ihr müsst schnell sein, um etwas zu bekommen, denn es gibt nur 201 Stück für diesen Merch hier. Ja? Aber jetzt geht es um das eigentliche Video, wie ihr nämlich das Motorrad findet für euch und warum ich diesen Helm anhab, ist ganz einfach nicht, weil ich hässlich bin, sondern weil ich einen Pickel habe. Und dieser Pickel mutiert gerade zu einem Atomkraftwerk, welches bald explodiert. Und das muss ich euch nicht antun. Deswegen habe ich styleshalber diesen geilen Helm auf, der irgendwie stinkt, keine Ahnung warum, aber ist irgendwie ekelhaft. Ich ersticke gleich. Aber ist auch egal. Liebe Leute, jetzt gibt's folgendes. Nämlich seht ihr hier meinen neuen Merch hier. Dieses geile Life on Wheels. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Oh ja, es ist so geil. Ohne Scheiß, ich schwör's euch. Dieser Merch, er verändert euer Leben. Wie gesagt, jetzt geht's um folgendes Video. Nämlich, wie findet ihr das passende Motorrad für euch? Nicht wundern, hier liegt eine Unterhose, aber die kennt ihr bereits von meiner Facecam damals und ja, das Thailänder Money ist auch am Start, definitiv rich as fuck hier und ja, und zwar, es geht folgendermaßen, also ihr setzt euch hin, ja, Schritt Nummer 1, ganz wichtig, ihr setzt euch hin, überlegt euch, wollt ihr eine Supermoto, eine Enduro, eine Sportler, eine Naked oder eine Grom? Definitiv die Grom, erste Wahl, ganz klar. Dann, wenn ihr das Motorrad ausgewählt habt, die Motorradkategorie, dann entscheidet ihr euch, wie viel Kubik soll das denn haben? Soll das jetzt 300 Kubik haben? Soll das 700 Kubik haben? Oder soll das 1000 Kubik haben? Als Anfänger rate ich definitiv jeden von der großen Maschine ab, es sei denn, ihr wollt euch umbringen, worüber sich die ein oder anderen Eltern wahrscheinlich freuen. Aber das ist nicht meine Intuition dahinter, deswegen startet lieber klein. Klein meine ich mit Sinne von 500 bis 600 Kubik, das ist definitiv eine der besseren Entscheidungen. Dann als nächstes kommt der Bizeps, nein, der Preis nämlich, und zwar, wie viel Geld seid ihr bereit auszugeben für euer Motorrad? Das heißt, entweder gebt ihr 500 Euro aus oder ihr gebt 1000 Euro aus oder ihr gebt 8000 Euro aus, je nachdem. Ich würde euch definitiv raten, behaltet genug gespartes Geld, falls irgendwas ist mit eurem Auto, mit eurem Motorrad oder sonstiges, dass ihr das auch bezahlen könnt. Und haut nicht euer ganzes Geld raus für euer neues Bike. Macht's nicht wie ich. Ich verbanne nächstes Jahr nämlich alles ins neue Motorrad. Aber naja, bis dahin kriegen wir doch noch ein bisschen Time Money. Ein bisschen hier geil. Küss mich, Digi, küss mich, Menschlich gesehen ziemlich abstoßen. Ich bin so durch, ne? Ich freue mich so auf diesen neuen Merch, 1. Dezember. Es juckt auf der Nase, aber ich kann mich nicht kratzen. Das ist schon wieder richtig geil heute, Mann. Wenn ihr eure Motorrad ausfindig gemacht habt, ja, ihr wollt zum Beispiel einen Sportler, ihr wollt 10.000 Euro ausgeben, dann sucht ihr auf dem Gebrauchtmarkt oder eben ihr kauft sie neu, je nachdem, was euer Budget hergibt halt. Wenn ihr es gebraucht kauft, empfehle ich euch jedenfalls, meine Maschine zu kaufen. Wenn ihr sie gebraucht kauft, dann schaut definitiv, dass sie im guten Zustand ist, nicht, dass ihr ein verranztes Bike kauft. Schaut lieber auch, dass ihr das Ganze zum ÖMTC bringt und dass sich der das dann mal anguckt. Und nicht, dass ihr da irgendwie ein Bike kauft, das komplett scheiße ist und ihr dann euch umbringt damit oder so. Sondern schaut wirklich, dass ihr da halbwegs gute Qualität habt, definitiv. Dann steht zwischen dem neuen Bike und euch eigentlich auch nichts mehr im Wege. Das sind so die wichtigsten Punkte. Welche Kategorie wollt ihr? Welches Budget habt ihr? Wie viel? Natürlich müsst ihr euch für euch selber entscheiden, welche Führerschein habt ihr und welche Motorräder gibt es dafür. Einfach mal hinsetzen und das Ganze im Internet mal ein bisschen gucken, was es so gibt auf dem Markt und wie man das Ganze
drosseln, entdrosseln kann, gibt es ja genug Internetseiten, wo man sich informieren kann. Da bin ich nicht die erste Ansprechperson für euch. Und ja, das sind so die gröbsten Punkte. Wenn ihr dann euer Bike gefunden habt, dann macht auf jeden Fall eine Probefahrt, fahrt euer Bike Probe. Und dann seht ihr eh, ob es für euch passt oder nicht passt. Es gibt nicht das perfekte Motorrad, Mann. Es gibt es einfach nicht. Es gibt nicht das perfekte Motorrad. Deswegen fahrt alles Probe, das euch gefällt. Das euch gefällt, nicht mir, das euch gefällt. Und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ist es das Wahre für mich oder eben nicht. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen von euch helfen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich drücke mir jetzt mein Atomkraftwerk aus. Bis dahin, haut rein und reingehauen. Kauf mein Merch, kauf mein Merch, kauf mein Merch, kauf mein Merch, kauf mein Merch.